Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute ist wieder Champions League Nacht, Viertelfinale der FC Bayern München gegen Arsenal London. Ich bin so gespannt, wie das wird. Das letzte Spiel ging ja 2-2 aus, das heißt, es ist noch alles offen. Ich bin so gespannt, wie Bayern das machen wird. Ich denke, Bayern wird es reißen. Mein Tipp ist 2-1 für Bayern. Es wird eine knappe Nacht und ich denke, lass uns einfach mal losgehen. Wir sehen, hier ist schon extrem viel los. Viele Bayern-Fans, viele Arsenal-Fans. Bayern-Feeling, wisst ihr? Allianz Arena, schön, toll. Immer wenn ich hier bin, geht's mir gut. Sorry? What's your tip? Portugal? I don't know. I think we lose today. I think 2-0 by Munich. But hopefully, the Arsenal fans come over for 20,000 people. Yeah. We win this game. Okay. For the half final. Okay, have a good Thank time. You very much. Have a good time. Wir können auch Deutsch sprechen. Ach so, er redet Deutsch. Okay, gut, dann 2-1. Wir können einfach Deutsch und ich rede hier Englisch. Was ist dein Tipp für heute? 2-0. 2-0 für 2-0 Bayern? 2-0 für Bayern, ja. Okay, wir machen das, oder? Zweimal Kane. Zweimal Kane? Ja. 2-0 Bayern. 2-0 Bayern? 2-0 Bayern. Wer macht die Tore? Er macht Harry Kane bis 20. Minute. In der Nachspielzeit machen wir alles klar mit Thomas Müller. I'm on the game. I think Bayern will beat 3-0. Yeah. Yeah. Okay. Thank you. I can score all the goals. Five. And to AK will score at least. 3-1 Bayern. Und wer schießt die Tore? Oh, jetzt hast du mich genommen. Sané. Musiala, Sané. Kane. Okay. Okay, super, danke. So Leute, jetzt haben wir mehrere Interviews geführt und was kam dabei raus? Alle sagen gefühlt, dass Bayern gewinnt, selbst die Arsenal-Fans. Und ich bin auch der Meinung, dass Bayern, wie gesagt, gewinnt. Also, die Stimmung ist super. Ich denke, wir gehen jetzt rein und schauen uns mal das ganze Zeug von drinnen an. So Leute, wir sind jetzt hier auf den Plätzen, wie man sehen kann. Da werden die Interviews gemacht, hier mit allen Spielern, mit Oliver Kahn, früher auch. Mit ganz verschiedenen Legenden wurden hier schon ganz viele Interviews gemacht und heute werden sie auch wieder gemacht. Und heute ist voll englisches Wetter. Die haben richtig den Vorteil, Arsenal, aber wir packen das trotzdem. Die Südkurve, wie man da hinten sehen kann, füllt sich ganz, ganz langsam. Und ich glaube, das wird halt wirklich ein richtig schönes Spiel. Die Arsenal-London-Fans sind noch gar nicht zu sehen. Die sind noch gar nicht da. So 1, 2, 3. Aber das werden wir sehen. Ich glaube, heute wird eine super Stimmung. Südkurve hat bestimmt eine Choreo oder so vorbereitet. Aber auch die Arsenal-London-Fans werden nicht leise sein. Wir haben richtig, richtig coole Plätze. Einfach in der 6. Reihe, direkt am Spielfeldrand. Es fühlt sich fast so an, als wären wir auf diesem Spielfeldrand und würden fast mitspielen. Ey, ich hätte richtig Lust. Oder? Wollen wir mitspielen? Soll ich Manuel Neuer heute sein? Ich hab richtig Bock. Flitzen, das mache ich heute für euch. Hier ist die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Yeah!
sieht einfach gar nichts. Wie so ein Hexenkessel dampft es da jetzt raus. Alle so Autofahrer von der wie in so einer Sauna, gell, von der Autobahn. Wenn wir mal im Gold ja, keiner sitzt, gell? Was sagst du zu denen? Quatsch. Da ist gar nichts. Lazio war krasser, gell? Lazio. Immer laut. Die haben geschrien, die hört man gar nicht dahin. Schieß make the fans like cows. Geil, also ich finde diese Position hier brutal. Der Stoff ist auch brutal. Der Stoff ist heftig. Nicht reingehen, bitte. Jawohl! Ja. Gefährlich aus. Der sah krass aus. Ich hab Angst. Du brauchst keine Angst. Hey. Ah. Jetzt gibt's so einen Freischuss. Für Ausflug. Und wie es auf dem Freisch ist. Oh, stimmt. Hey, nein, nein. Oh. Kann besser machen. Jawohl. Wir müssen das erstmal schaffen. Und vom Meccano ist drin. Das wird schwierig. Ich hab 90. Minute gesagt, gell? Oh, bitte nicht. Zu viel am Strafraum, aber weg von Upamecano einfach. Alter! Ich dachte, Upamecano kann ihn nicht wegschießen. Ich wollte
Mann. Oh. Was für ein Spiel, Alter. Bis zur letzten Minute noch spannend. Bis zur letzten Minute. Ja, Super Bayern, Super Bayern. Jetzt erstmal abchecken, wer der Gegner wird, oder? Natürlich! Wir schauen jetzt gerade hier das Spiel an Manchester City gegen Real Madrid. Jetzt gibt es Elfmeterschießen. Und ich glaube auch, dass die Spieler drinnen das anschauen. Deswegen, weil die kommen mit raus. Was soll man machen? Die kommen mit raus. Wir wollen es alle sehen hier. Ich sag Real wird's. Was sagst du? Ich sag City. Okay. Tatsächlich. Real und City. Wollen wir wetten? Okay, ich sag Real. 5 Euro. Ich sag City. Um 5 Euro. 5 Euro. Okay, Deal. Deal. Verschieß, Foden. Mit der Frisur. Foden. Oh, der jawohl, war gut, der Foden haut rein. Super, thank you. So Leute, das Spiel ist jetzt wie gesagt vorbei und das Spiel gegen Real Manchester City ist jetzt auch vorbei und wir spielen einfach gegen Real im Halbfinale. Ich freue mich richtig auf das Spiel. Ich glaube, das wird richtig, richtig krass. Ich werde da vor Ort sein, in Real und auch hier, weil das ist Wahnsinn. Ich glaube, das wird ein Wahnsinns-Halbfinale. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann weiter ins Finale kommen. Ich fand, heute war ein super Spiel. Es war richtig spannend. Die zweite Halbzeit hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dass wir jetzt auch noch weitergekommen sind, war wirklich das Highlight des Abends. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, ein Abo und abonniert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ich wünsche euch einen schönen Abend und jetzt auf geht's nach Madrid.